Genug gelabert, es wird heute noch weiter gelabert. Jetzt gehen wir erstmal in den Keller. Also im Keller vom Keller. Ich hoffe, wir sind stark genug. Yes. You know, it's strange looking back. All the time I spent here growing up, never seeing what was coming. Okay. Jetzt müsste mir noch jemand irgendwie. Ich würde gerne die Formation ändern ein bisschen. Ich How may I hätte help? ihn hier gern da hinten. Yes. Ich gehe mal davon aus, das ist vorne. Of course. Ist das perfekt? Ist in vielen RPGs so, ja, leider. Also, was heißt leider? Wenn es die Story nicht anders hergibt, ich spiele parallel dazu ein bisschen, keine Angst, bis wir das zum Streamen kommen, habe ich es wieder vergessen, Pathfinder. Und dann kann man das richtig schön machen. Das hat dann auch wirklich Auswirkungen auf alles. Ach du Kacke, guck mal. Bin entdeckt worden. Okay, jetzt muss ich mich wieder reinfinden. Schmelztiegel der Seele, der Wächter trennt sich. Trennt Lebens ist der Wächter trennt die Lebensessenz sicher oder ihrer deiner oder seiner erlegenen Ausdauer. Das war pro Lip. Du kämpfst defensiv, das ist gut. Und du zauberst einfach mal. Und zwar. Habe ich über die schon irgendwelche Informationen? Warum kann ich dich jetzt nicht angucken? Hallo? Schatten, achso, Bestarium. Schatten, haben wir Schatten schon gehabt? Besteht auch auf deiner Liste. Ist auch ein sehr schönes Spiel, allerdings genauso zeitintensiv wie dieses hier. Nee, von den Sch gegen die haben wir noch gar nicht gekämpft. Ach du Kacke. Mach einfach mal einen arkanen Angriff. Was mich immer irritiert ist, ihr seht hier geht das Kreuz an. Das heißt, ich treffe ihn auch, oder? Well. Der kann teleportieren. Unfährlichkeit des Grauens. Dem Tode nahe. Okay, ganz, nicht ganz so schlimm. Der droppt nicht mal was. Indeed. Frech. What is it? Der droppt nicht mal was. Was wissen wir jetzt über die Viecher? Schatten. Geist. Macht. Brennen 4, gefrieren 12, Schock 12. Also gegen Gefrierschaden überhaupt nichts, na toll. Schatten entstehen, wenn Kreaturen mit stark zersplitterten Seelen sterben, ohne wieder in den Kreislauf der Wiedergeburt zurückzukehren. Weil diese Seelen beschädigt sind, ziehen sie andere Kreaturen im vergeblichen Versuch, sich selbst zu heilen, Essenz ab. Je mehr Essenz Schatten stehlen, desto mächtiger und gefährlicher werden sie. Während sie Essenz verschlingen, nehmen sie auch Teile greifbarer Materie auf, was ihnen eine sichtbare, wenn auch verschwommene Gestalt gibt. Glücklicherweise können Schatten sehen, die immer noch an einen Körper oder an ein Objekt gebunden sind, nur wenig spirituelle Energie anziehen. Zur Stillung ihres Hungers nach Essenz verlassen sich hauptsächlich auf Kreaturen wie die Pvkra, die Seelen aus ihrer physischen Form ziehen können. Okay. Schatten sind dafür bekannt, schlafende spirituelle Energie zu entziehen, wenn ihre Seelen nicht so stark wie gewöhnlich an ihren Körper gebunden sind. Dies führt zu schrecklichen Albträumen, die beim Geschädigten am nächsten Tag zur Erschöpfung führt.
Wenn plötzlich ein ganzes Dorf beginnt, Albträume zu erleiden, ist es sehr wahrscheinlich, dass sich dort ein besonders starker Schatten niedergelassen hat. Da Schatten spirituelle Energie absorbieren, sind sie für Kreaturen, die sich auf spirituelle Sicht verlassen, unsichtbar. Dies hat zu Experimenten geführt, Schatten an Rüstungen oder andere Objekte zu binden, um jene zu tarnen, die von solchen Kreaturen nicht gesehen werden wollen. Ich kann die fangen. Keeping an eye out. Warum ist wieder schneller Modus langsam? Wir haben Zeit. Leveler, einen schönen Abend wünsche ich dir. Entschuldigt, dass ich heute ein wenig näsle. Ich putze mir nochmal die Nase. Irgendwie habe ich irgendwas in der Nase. Moment. Das Mikrofon, das muss ja nicht. Guten Abend. Ich drücke immer W. ASD will ich drücken. So. Ich möchte auch nicht den langsamen Modus. Ich möchte den normalen Modus. Aber hier scheint sonst außer der Tür nichts zu sein. Dann machen wir mal YOLO. Ihr Schwan Schreckliches. Einer. Einer. Damit kann ich leben. Okay, das sind. Oh, die teleportieren, das ist unfair. Mach mal. Hi. Ihr dürft ganz so viel Schaden wie vorher machen. Willst du mich verarschen? Okay, mach einmal da. Okay, mach nochmal da. Okay, der ging daneben. Hallo, hast du? Einen schönen Abend wünsche ich dir. Leicht verletzt und ich bin kurz vorm Umkippen. Willst du mich verarschen? Was mir bei so einer Art von Spielen ein bisschen fehlt, ist, das fand ich bei anderen RPGs à la Gothic oder sowas schön. Du hast relativ schnell gewusst, ob du da noch nicht sein solltest. Also ob du zu früh in einen Dungeon gegangen bist. Du kreist auch gerade niemanden an. Warum kreist du niemanden? Du hast auch noch nichts zum Heilen, oder? Nein, hast du was zum Heilen? Mach mal. Das gibt's morgen wieder. Autsch, 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 autsch. Ja, kommt. Und tot. Was hab ich jetzt hier? Ne, das drunter. Erfrierung. Erfrierung. 15 Tapfer. Minus 15 Tapferkeit. Minus 8. Schadensreduktion. Wie geht das wieder weg? Yes. Ein bisschen Info wäre nett. Also Fußball gibt's morgen wieder.
Habe ich mir zumindest mal vorgenommen. Oder Montag. Montagsspiel? Machen wir ein Montagsspiel. Morgen, glaube ich. Stimmt, morgen. Nein. Montag ist ja Feiertag, oder? Ja. Montag ist Feiertag. Machen wir am Feiertag. Lucky, einen wunderschönen Abend, die Dame. Well. Ich glaube, wir müssen rasten, weil das ist minus 15 Tapferkeit, minus 8 Schadensreduktion. Ja, jetzt habe ich wieder auf W gedrückt. Rasten. Mach mal Genauigkeit auf Geist. Rasten. As you wish. Das würde ich jetzt so, also Keep da an würde ich jetzt eye out. so nicht, widersprechen. Da ist nochmal eine Tür. Okay, durch Schlafen ist es definitiv weggegangen. Es sind auch nochmal Türen. Und hier ist irgendwie ein unterirdischer See, der da wahrscheinlich mal nicht war. Habe ich durch den Kampf jetzt vielleicht ein bisschen mehr Infos über die Schatten? Schadensreduktion 8, Brennen 4, Gefrieren 12, Schock 12. Wir sind immer noch nicht, also ich bin immer noch nicht dahinter gekommen, ob das jetzt heißt, der ist besonders gut gegen Gefrieren gefestigt oder nicht, weil. Ich hab ein Handbuch gefunden, da stand es leider auch nicht wirklich drin. Hier ist irgendeine Statue zu sehen. Das finde ich mir ein bisschen schade. Gut, es ist der Engine noch geschuldet. Das ist, glaube ich, bei allen Spielen das gleich, die gleiche Engine. Achte Dritte, was ist am 8.3.? Gehen wir also erstmal hier rein. Also, dass man die Rückseite der Wand sieht, obwohl ich noch gar nicht drin war, finde ich immer ein bisschen schade, aber so soll dem sein. Okay. Okay. Frei What von do you Wind. suppose that Bali thing is? Nein, Moment. So, geh mal die da anlocken. Ach du Heilige. Ja. Na, du sollst. Gerade eben konntest du noch vorbeilaufen, jetzt nicht mehr, oder was? What is it? Könntest du. So, und jetzt machst du hier nämlich einen auf. Oh ja. How may I help? Wenn du. What is it? No! Okay, wir sind uns einig, Feuer macht keinen Schaden, also ist die Anzeige. Nein, Feuer macht keinen Schaden. Also die Anzeige im Bestarium. Hier ist eine Reduktion oder er hat voll daneben geschossen, ich weiß es nicht. Kannst du nochmal? Nein, es macht Schaden. Okay, mach nochmal, mach nochmal, mach nochmal, mach nochmal, mach nochmal, mach nochmal. Hast du irgendwas für die Ausdauer? Nee, hast du nicht. Okay, Feuer hilft überraschend gut.
Und er hat auch was getroppt. Geistesreste, das kommt mal in die Kiste rein. As you wish. So, kann ich jetzt hier irgendwo, Moment, Flammenfächer trifft, Schatten auf 38 verbrennen, Reduktion 4. Dann muss man das so rumlesen, also die haben grundsätzlich eine, die ist 8. Brennen ist aber 4, das heißt, sie sind gegen den Brennen in Anführungszeichen angreifbarer. Gefrier und Schock ist über der 8, also sind sie dagegen besser geschützt. Macht das so rum Sinn? Ich glaube, oder? Ja. So. Ja, ein Sarkophag. Und eine Falle. The work of a moment. Was ist da drin? Eine Brigantine. Schadensreduktion 10. Nimm du mal. Momentan haben wir 7. Was hast du? Du hast auch 7. Sicher, zweite Chance. Und du hast jetzt hier nichts dabei. Was hatte das Ding? Nix. Okay. Dann rennen wir jetzt mit der Brigantine rum. Okay. Stimmt, du nimmst dir die Fallen auf. Du löst sie ja nicht nur. Okay. Nicht nett. Of course. Hola, herzlichen Dank für den Host. Einen schönen Abend wünsche ich dir und weiterhin gute Besserung. Well? Ich. Wie viel Leben hat mir das abgezogen? Geht ihr zweimal raus? Yes. Gab das irgendeinen Wurf? Ach, dann kann ich es aufmachen. Okay. Umhang des ethosiatischen Priesters. Eigenschaften des Willens plus 9. Ich glaube, Willen ist für einen Leinwurstsalat. Einen wunderschönen Abend wünsche ich dir. Dieses Spiel besitze ich auch nicht. Willen ist, glaube ich, gut für die Willverteidigung. Widersetzt sich mentalen Angriffen, zum Beispiel einem Zauber, der das Ziel mental lähmt. Sie wird durch die Klasse des Charakters, seiner Stufe, seiner Intelligenz und seiner Entschlossenheit definiert, kann aber auch durch andere Effekte. Ach, das ist eine Verteidigungswert. Lass mal im Inventar. Oh! Scheiße. So viel zu dem Thema. Was bist du? Ein Phantom. Danke, danke, danke. Shooter sind in letzter Zeit bei mir nicht so. Mach du erstmal den da und dann geht ihr beide mal da drauf. Okay. How may I help? Nein, Moment. Nein. Well. No prison. Damn it. We gotta take better care of Alof.
Er war stets bemüht, ja, so ungefähr. Komm schon. Was ich hier gerade versucht habe, ist, ich wollte flankieren, weil der Feuerding macht ja Flächenschaden und. Yes. Was war das jetzt für ein Viech? Phantom. Phantome sind Seelen, die sich nach dem Tod nicht richtig vom Körper gelöst haben. Dies geschieht üblicherweise durch ein schweres Trauma, besonders im Falle eines gewaltsamen Todes. Im Gegensatz zu verlorenen Seelen, die mit normalen Sterblichen nicht mehr interagieren oder von ihnen erkannt werden können, behalten Phantome wie Schatten und irgendwas Kettisches eine Verbindung zur physischen Welt. Bei ihren Angriffen auf andere Lebensformen machen sie keine Unterschiede. Phantome können sich auch aus Gestandenen manifestieren, die besonders chaotisches Leben gelebt haben. Besonders aus Gewaltverbrechen und Verrückten. Und in den richtigen Umständen kann jeder zum Phantom werden, aber die Angst vor Phantomen und ihre Verbindung mit den Geisteskranken kann dazu führen, dass anfällige Individuen in vielen Gemeinschaften gemieden werden. Okay. Auch wieder Feuer und gefrieren überhaupt nicht. Ja, sei froh, dass er nicht gesungen hat. Ja, ja, genau. Das ist quasi auch mein erster Gedanke. Wir müssen schon wieder rasten. Wir haben das auch zwei Rast. Oh. I'll see what I can find. In Zweifel müssen wir halt wieder nach oben nochmal Rast kaufen. Ja. Hi. I shall. Das Sie wird gelähmt und mit Knochen. Kochenden Blasen infiziert, die mit einem fauligen Flüssigkeit gefüllt sind. Die Blasen platzen, wodurch die Umstehenden erkranken. Ich glaube, der arkane Angriff war vorhin auch nicht schlecht. Du kannst auch mal hier jenes machen. Yes. Wieso teleportiert? Na toll. Könnt ihr mal den Kollegen hier in Ruhe lassen? No prisoners. Die machen zwar Aua, aber sie sind momentan einfach nur nervig. Im Triton, einen wunderschönen Abend wünsche ich dir. Der Hund könnte vielleicht auch mal was machen, wäre ganz nett. Das ist nämlich wieder der Schwein, hast du gehört, Hund? Verschlossen, das ist offen. We gotta take better care of Alloth. Da war eine Falle. Ich krieg so aufs Stressbrett. Hab ich das jetzt genommen? Ja, und in die Kiste, Natal. Ich muss in den Schleichenmodus, damit ich Fallen sehe. Das darf ich nicht vergessen. Ist einfach nur abgeschlossen. Ist freigeschalten. Gute Pike. Zweihand langsam. Nee, die beiden Herren brauchen Schild. How may I help? Und du hast einen Zauberstab hier, von daher hast du das. Ich möchte nicht schon wieder rasten. Aber wir werden nie vorankommen.
Und wusste halt, wieso kommst du auf Escape von Tarkov, weil da jetzt so Lootboxen-Gedöns aller World of Warships gibt, oder? Edre, du wachst von dem Gefühl, geschüttelt zu werden, als du die Augen öffnest, siehst du Eder über dir stehen. Er rüttelt mit seiner Hand an deiner Schulter. Er sieht besorgt aus. Deine Augen sind schwer und du siehst verschwommen. Das vage Unwohlsein von Albträumen, an die du dich nicht erinnern kannst, vernebeln deine Gedanken. Du weißt nicht, ob du in der vergangenen Nacht überhaupt geschlafen hast. Hey. Hey. You're awake? Good. You were kind of thrashing around, eyes rolled back in your head. You were shaking. Trying to snap you out of it for a long time now. Thought I was gonna have to get a bucket of cold water. You don't seem like you get much rest at night. You got those dark circles under your eyes. In letzter Zeit nicht. Nachts kommen Träume und flüsternde Stimme genug, um irgendwie durchzukommen. Kümmere dich um deine eigenen Angelegenheiten, ja. It's the Watcher thing, then. I'm sure it just takes some time to adjust, is all. I'll try to let it sort itself out. But you'd better wake up faster next time. Trust me, you don't want that bucket of cold water. Nee, will ich auch wirklich nicht. Okay, also scheinbar haben wir immer noch Albträume. Jetzt erinnern wir uns aber nicht mehr dran. Und ab jetzt muss ich wirklich im Schleichmodus und nicht ständig W drücken. Aber mal. Kommen wir von da? Ich habe echt die Tür hier übersehen. Ich habe die Tür hier übersehen. Ja. Okay, das heißt, hier ist noch was, da ist noch was, dann gehen wir mal da lang. Da ist wieder so ein Geist. Und zwei von der Sorte. Und ein. Ach du Kacke. Dass die sich immer teleportieren können. Hi. Da drauf. Kann man die niederschlagen? Probieren wir es einfach mal. Und du bleibst da stehen und yes. Machst einen auf den da. Entschuldigung, Eder, Entschuldigung. Entschuldigung. Scheiße. Ich hab echt Eder verbrannt. Okay. Ich glaube, den meisten Schaden hat er dadurch genommen, dass ich ihn gerade angezündet habe. Entschuldigung dafür. Yes. Passiert im Eifer des Gefechts. Findest du? Nein? Jetzt? Okay. Yes. So. Vergebung liegt nicht in unserer Natur. Jene, die nach Erlösung streben, haben einen langen und verschlungenen Weg vor sich. Ein Weg, der uns nach unten in äußersten Vertiefungen unserer Seele führt und uns auffordert, über die gebrochenen Aspekte unserer selbst nachzudenken. Okay. Yes. You should see this. Und deswegen muss man hier ständig mit diesem Schleichmodus rumlaufen. Ich bin noch am überlegen, dass ich eventuell einen Mod installiere, wo, solange man nicht im Kampf ist, der Schleichmodus dazu führt, dass man genauso schnell läuft, wie wenn man nicht im Schleichmodus ist, weil es dann doch ein bisschen arg lästig ist. Ein Blutstein, Amethyst, ein Achat und ein bisschen Kupfer. Das geht jedem so, der über dich nachdenkt. Cheater! Ja. Ja komm,
Ich möchte ja so rumlaufen, aber ich laufe hier nur so rum und... Bei anderen ist das okay. Nee. So, wo gehen wir lang? Oh, da lang. Okay, das ist ein Schloss zum Knacken. Vielleicht finden wir ja auch einen Schlüssel. Ich weiß nicht, ob das hier so gewollt ist. Sieht auf jeden Fall hübsch aus. Oh, Kacke. badam, badam, badam. Hey. Ja. Well? Der teleportiert gleich, dann konzentrier du dich mal auf den und du machst mal hier einen Niederschlag und du wartest. Hey. Einmal. Zweimal. These ones are in for a walloping. Mach mal einen Niederschlag hier. Das Niederschlag beim schwebenden Gegenstand ist ja irritierend. Leave it to me. Immer noch etwas irritierend, oh mein Gott. Noch so ein Geisterreste. Und da war was zum Rumdrehen. Will ich das schon rumdrehen? Ich will erst den Rest erkunden, bevor ich was rumdrehe. Und wir sollen wieder schleichen. I shall be discreet. Hinunter in die Dunkelheit. Ja, dann geht endlich und nervt mich nicht. Hier ein Stück. Müsste eigentlich noch machbar sein. Oh fuck, was hast du denn? Niederschlag. Du machst mal bitte einen auf den da, der muss weg. Und du kannst mal hier so warten. Und bitte da drauf halten. Michael, einen schönen Abend wünsche ich dir. I shall deal with this one. Hey. Warum kämpfen die nicht automatisch? Ich hab doch die KI an. Yes. Bring them down. Könntet ihr mal... Ich glaube, sie legen schon Eier. Der ging wohl irgendwo daneben. Ich kipp gleich aus dem Latschen. Oh, Kacke. Hau den mal um. Und du machst jetzt hier nochmal einen auf Feuerzauber und triffst diesmal. Dann triffst du halt nicht. Scheiße. Wir sind sowas von tot. Hey. Lava, Lufion, Sieg! Wir sind tot. Vorhin machen wir die Dinge fertig, ohne wirklich irgendwas zu spüren, und jetzt kriegen wir auf die Hackfresse. Ich verstehe das immer noch nicht.
Mehr anstrengend? Ja, ich weiß. Ich habe mich früh feiern lassen. Oh nö, oder? Ich hab doch. Yes. Zumindest nicht ganz so weit. Ach du Kacke. Also öfters F5 drücken. As you wish. Warum liegt da noch was rum? Warum liegt da? Hä? Muss ich jetzt nicht verstehen. Ein bisschen mehr Motivation für mich hier, ja, also. Yes. Ja. Okay, perfekt. Niederschlagen, da. Hey. Und gleich nochmal einen. Ja. Ja, ist eine gute Idee. In der nächsten Pause wird gewechselt. Hast du? Fällt mir jetzt was drauf. Ich kann das Spiel immer neu starten. Ja, das ist sehr motivierend. Nein, alles gut. Ich wollte nicht rennen. Also ihr habt gerade gesehen, die haben gerade relativ easy peasy weggehauen. Nur weil es jetzt die Doppelten sind, soll ich plötzlich nicht mehr den Hauch einer Chance haben? Ich weiß es nicht. Okay. Du läufst mal da. Da. Und du haust mal den da weg. Und du machst mal einen dahin. Und gleich einen daher. Damit wäre der hin. Und jetzt machst du mal das da auf den da. Verletzt. Mach du mal hier drauf. Und du machst mal da drauf. War das gerade ein 61er? Trifft mit 14 Sch. Okay. Zugeschosse. Hinterher. Da, auf den Lager. 7 und 2. Nein, ich glaube, das ist 7 und 2 und nicht 61. Auf jeden Fall machen die Dinger Schaden. Aber. Was hast du jetzt? Eifrige Ausdauer benommen, okay. Ja, aus der Nähe triffst du dann nicht mehr. Jetzt habe ich da keinen Sauer mehr, na toll. Machen wir ein verblüffendes Spektakel auf ihn drauf. Feuerwerk!
Warum trefft ihr jetzt nicht mehr? Na dann, aber... Jetzt rennen die wieder weg. What is it? Badal. Nimm einfach mal das Rapier und hau zu. I shall deal with this one. Dem Todenei. Treff doch endlich mal, verflixt noch. Todenei verletzt. Jetzt darfst du wieder zaubern. Wenn ich sie noch könnte. Na endlich. Diese kurze Schwächephasen verstehe ich so. Als wenn sie sich mitten im Kampf eine Auszeit nehmen würden. Das ist immer irgendwie komisch. Und diesmal schleichend. As you wish. Zerknitterte Notiz. Dieser Brief ist größtenteils intakt, obwohl das Pergament selbst zerknittert wurde. Gistre? Oder wie auch immer der Name ist. Ich weiß, dass die Bäder im Tempel großartige Heileigenschaften haben und dass dir dein Rücken noch immer Schmerzen bereitet. Solltest du dich aber weiterhin den größten Teil des Tages verwöhnen lassen, so möchte ich dich doch bitten, deine Schlüssel zum Allerheiligsten jemand anderem zum Aufbewahren zu geben. Wir waren jetzt nicht zum ersten Mal dazu gezwungen, auf die Durchführung der täglichen Riten zu warten, und Rectrix Obrica ist oft zu weit unten, um unser Klopfen zu hören. Okay. Silberstücke, Arate, Sonne. Was ist hier? Ja, ich schaffe nicht mal 500 Meter. Nein, doch 600. Etoasianische Gebiete. Tadel, einen wunderschönen Abend und nochmal ein wunderschönes neues Jahr wünsche ich dir. Wie geht's dir? Blackout Pit, auch dir einen schönen Abend. Ach, der Himmel. Und die Sonne wird durch die Dunkelheit brechen, der neue Morgen wird die Wiedergeburt des Tages einläuten. Frohlockt, o ihr, die ihr in den Schatten haust, die ihr gebrochen und geschlagen seid. Der Winter nimmt bald ein Ende. Der Frühling wird sich erheben und Licht und Leben in die Welt bringen. Strahlendes Licht, strahlendes Leben, und eure Seele wird in seinem Armen Wärme finden. Boah. Alle Kreaturen sonnen sich in seinem Glanz. Die Strahlen seines Antlitz werden die Welt in Licht tauchen, werden der Nacht ein Ende bereiten, werden den Tag einleiten. Kniet nieder vor ihm und bewundert seine Güte, spürt die Wärme seiner strahlenden Anwesenheit. Wenn ihr gebrochen seid, wird er euch ganz machen. Wenn ihr im Dunkeln steht, wird er euch ans Licht führen. Wenn ihr Sünder seid, wird er euch erläutern. Wenn ihr friert, und wird seine Wärme euch Kraft spenden. Wie kann ich, so unbedeutend und erschöpft, Worte echter Verehrung sprechen? Deine Augen, deren Blick die Sünde in mir zieht und dennoch Liebe zeigt. Deine Hände, deren Griff mich aus der Dunkelheit zieht. Deine Ohren, die jedes meiner Gebete anhören. Dein Herz, hell wie der Sonnenaufgang, das mir Wärme spendet, wenn ich friere. Aetos, Aeotas. Eigentlich aus Eotas. Licht des Frühlings, Sonne der Welt, du schenkst mir Leben und Sinn. Und so Dinge. Nee. Ich bin heute vorlesen und ich mache einen Stream an, der Nase ist leicht zu. Ich weiß auch nicht, was los ist. Deswegen näsle ich etwas. Und wie Holla mich im Nachhinein darauf hingewiesen hat, dass ein grünliches Hemd vor grünem Hintergrund ungeschickt ist. Ja.
Und ich hoffe nicht allzu schlimm krank. Wenn euer Herz schwarz ist, wenn eure Absichten unlauter sind, ist euer Leben verwirkt. Denn er hat gesehen, er kann sehen, er wird sehen. Nichts bleibt seinem Glanz verborgen. Sein Licht reicht in jeden Winkel der Welt. Nichts bleibt seinem Blick verborgen. Wenn ihr eure Arbeit im Dunkeln verrichtet, wenn ihr eure Taten verborgen halten wollt, werdet ihr in der Sonne des neuen Morgens verbrennen. Bald kommt der Tag, bereitet euch auf den Morgen vor. Nichts bleibt seinem Einfluss verborgen. Ich hoffe, jemand von euch notiert sich, welche Bücher wir schon gelesen haben und welche noch zu lesen sind. Und ja, ich weiß, es ist ein Haufen Schriftrolle des Chaosfußes. Meine Sorge ist jetzt ein bisschen Eder, der hier alles abhalten muss. Und ich habe keine... Warte mal, das Wasser soll heilen, kann ich da rein? Sehr schön. Also, dass du die Zeit bekommst, dich auszuruhen und nicht, dass es dich erwischt hat. Heizhusten ist immer eklig. Unter deinen Füßen hörst du ein mahlendes Geräusch und das Hereinrauschen von Wasser. So, jetzt können wir nach da unten laufen. Sehr schön. Kann ich da jetzt baden und gesund werden? Oder sind da jetzt böse Geister? Nein. Oh, Kacke. Oh, Kacke. Nein, nein, nein. Ach, Scheiße. Autsch. Was war gegen die Viecher nochmal gut? Schlamm. Schleim, 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 Schleim. Schleim? Gefrieren. Ich habe nichts zum Erfrieren, oder? Ich habe auch keine Zauber mehr. Ach, Schande. How may I help? Könntest du vielleicht auch einfach auf den immun. Na toll. Arsch. Warum hat ihr... Habt ihr gerade gesehen, wie das Bild gewackelt hat? Yes. Macht es endlich tot. Na endlich. Okay. Wir müssen dringend nach oben und... As you wish. Rastverwitterung. Ja, sonst stirbt uns gleich Eder. Es sei denn, das Wasser ist heilend. Was ist das? Ein Schlüssel. Es dürfte wahrscheinlich der Schlüssel von da drüben sein. Ich darf hier nicht baden mehr. Okay, wir müssen nach oben. Ich muss den Umweg nach oben gehen. Weil so hat das keinen Wert. Ich hoffe nicht, dass alles wieder respawnt. Da brauchen wir jetzt auch nicht schleichen drin. Ich muss rasten. Das hat so keinen Wert. Und ich muss vorsichtiger sein. Ich darf nicht so YOLO-mäßig unterwegs sein. Das ist... Hat jemand mitgezählt, wie oft wir schon gestorben? Also warum ich laden musste, weil wir gestorben sind? Also ich meine jetzt nicht die Lade, weil ich aus Versehen einen Spell falsch gesetzt habe oder sowas in der Richtung.
Wir brauchen definitiv mehr Rast. Lauft schneller. Rast gab's. Rastvorräte gab's in der Taverne, gell? Ja. Und was ich gucken wollte, kann ich schon irgendwie was verzaubern? Autsch. Das ist okay. Dafür brauchen wir dieses Zeugs, was wir ansammeln. Und aus irgendeinem Grund auch Kupferstücke. Und wir brauchen benötigt Stufe 2 irgendwas. Okay. Wir wollten zu Taverne und bei der guten Frau einkaufen. Good day to you. Ein Zimmer, da. Und zwar Campfeuer. Ich nehme alle. Dann würde ich auch einmal ein Zimmer nehmen, den Gemeinschaftsraum, ja, rasten, danke. Brauchen wir jetzt keine Rastvorräte verschwenden. Warte mal, war das nicht irgendwie limitiert, was ich tragen kann an Rastvorräten? Ich glaube 4, oder? Falsches Spiel, Leveler, falsches Spiel. Yep. Hier ist man anständig, bis ich mal der Herrscher bin. Dann sehen wir weiter. So, wir haben gerastet. Vorsichtiger, vorsichtiger, vorsichtiger.